Hallo zu meinem neuen Video. Mein Name ist Tobias und ich war im Sommer 2021 für 6 Wochen mit meinem Wohnmobil in Schweden unterwegs und will euch in den kommenden Minuten ein paar Eindrücke zeigen. Viel Spaß dabei! In Schweden konnte ich perfekt abschalten und wurde von Corona eher selten konfrontiert. Für mich war es immer wieder erstaunlich, wie sehr man sich auf die Natur einstellen kann und die Menschen im Land das auch tun. Viele haben hier ein kleines Boot und der Staat sorgt für die nötige Infrastruktur. Ich lasse die Fahrstrecken absichtlich etwas länger laufen. Mich hat das entspannt. Durch die Weite und wenig Verkehr ist das bestimmt für jeden Fahrer ein Traum. Mein Bildschirm ist die Frontscheibe. In den mittleren bis größeren Städten ist natürlich etwas mehr Verkehr, aber dadurch, dass das Land so weitläufig ist, ist der Verkehr sehr entzerrt. Mein nächster Stellplatz in der Nähe von Kilsmo. Wieder auch alles vorhanden, WC ist meistens ein PC. Am Abend konnte ich beobachten, wie ein Mann mit seinem Auto auf dem Parkplatz fuhr und mit einigen Rollen Toilettenpapier unterm Arm die 2 PC wieder auffüllte. Hier neben den 2 Holzbauten stehe ich gerade und bin damit beschäftigt, die weitere Tour zu planen. Und wieder on the road again. Es geht weiter Richtung Norden. Es ist jetzt Anfang Juli. Die ersten paar Tage war das Wetter noch so mittelmäßig, aber in den ganzen 6 Wochen hatte ich ungefähr nur 3 Regentage. Wunderschön in der Nähe von Formby. Die Langbrücke, zu Deutsch Lange Brücke, führt in den See Siljan und wurde genutzt, um Menschen oder Waren an Bord von Schiffen zu bringen. Sie hat eine Länge von 180 Metern. Am Ende befindet sich eine kleine Hütte mit allerhand Informationsmaterialien. Aktuell ist es auch noch kein Hotspot. Dementsprechend waren nicht viele andere Camper auf dem Parkplatz am See. Meine komplette Tour sollte am Ende 6500 Kilometer Gesamtstrecke werden. Kein Wunder, das Fahren macht in Schweden einfach Spaß. Weniger Verkehr, sehr stressfrei. Natur und Landschaft zieht an mir vorbei. Es gibt immer etwas zu entdecken. Ich wollte einen kurzen Abstecher nach Norwegen wagen. Leider ließen die Einreisebestimmungen nur durch Ausfüllen aufwendiger Online-Formulare den Grenzübertritt zu. Ich habe dann gewendet und beschlossen, die restliche Zeit in Schweden zu verbringen. War aus jetziger Sicht eine gute Entscheidung. Nächster Halt, Särna, erste Aufenthaltszeit, Tagen auf einem Campingplatz. 3 Tage Stopp und das war gut. Der Campingplatz liegt, wieder mal schwedentypisch, an einem See. Ich stand direkt mit Sicht auf den See und der Platz war kaum belegt. Musik.
Wer mit seiner Familie unterwegs ist, wird seine Freude daran haben, einen großen Spielplatz zu finden. Und die Sanitäranlagen sind zentral und meiner Meinung nach sehr sauber. Neben dem Campingplatz befindet sich ein historisches Dorf mit Kirche. Bis 1644 gehörte Serna zu Norwegen, aber das ist alles Geschichte. Geschichte zum Anfassen. Kleinen Holzhütten bilden das Leben der damaligen Zeit im 16. Jahrhundert sehr authentisch ab. Bald gibt es den dritten Teil, bleibt dran und schaut wieder zu. Über einen Daumen und ein Abo würde ich mich natürlich freuen. Bis dahin bei Top Travel.